Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich den Fall Brian Schaefer für euch. Brian Schaefer wurde am 25. Februar 1979 in Ohio in den USA geboren und wuchs zusammen mit seinem jüngeren Bruder Derek bei seinen Eltern Randy und Renee Schaefer in Parrington in einem kleinen Vorort von Columbus auf. 1997 machte er seinen Highschool-Abschluss und bis 2003 machte er dann ein Grundstudium in Mikrobiologie auf der Ohio State University. Ab 2004 begann er dann sein Studium auf der Ohio State University of Medicine. Er strebte daher auch eine medizinische Karriere an. Allerdings war sein wahrer Traum, eine Band zu gründen und Musik zu machen, nach dem Vorbild von John Beffay. Das war ein US-amerikanischer Sänger, Autor, Schauspieler und auch Geschäftsmann. Und dessen Großvater war Segler und deswegen liebte dieser Sänger Jimmy die Weite des Meeres und allgemein so tropische Orte. Und auch das war für Brian so ein Punkt, mit dem er sich sehr identifizieren konnte. Er liebte so tropische Orte und hatte, glaube ich, auch immer so ein bisschen Sehnsucht nach der Freiheit, nach so karibischen Inseln und liebte eben auch so den Lebensstil von solchen Leuten. Vielleicht kennt ihr das ja auch, im Urlaub sind die meisten so, wenn man mal nach Ägypten oder Spanien fährt, irgendwie wirklich immer so ein bisschen lockerer und nicht ganz so spießig wie die Deutschen, sag ich mal. Und in Amerika schien es ihm wohl auch so zu gehen, dass er ja lieber irgendwie so einen lockeren Lebensstil führen wollte und wahrscheinlich auch doch ein bisschen Druck verspürte in dieser Leistungsgesellschaft und davon einfach irgendwie ein bisschen wegkommen wollte. Brian war sehr, sehr gut in seinem Studium. Er lernte immer fleißig, er hatte immer gute Noten und er hatte außerdem auch ein blühendes Sozialleben und wirklich viele Freunde. Und während des Studiums hatte er auch seine Freundin Alexis kennengelernt, mit der er dann auch bald verlobt war und die beiden wollten auch bald heiraten. Anfang April 2006 planten die beiden dann auch eine gemeinsame Reise nach Miami in den Frühlingsferien, also während sie eine kleine Pause vom Studium hatten. Und in dieser Zeit war wohl Alexis klar, dass sie wahrscheinlich während dieser Reise einen Heiratsantrag bekommen würde. Und natürlich freute sie sich unfassbar auf diese Reise. Und auch Brian freute sich einfach sehr auf diese Reise. Sie war schon länger im Vorhinein geplant. Und bald sollte es einfach losgehen. Im März 2006, also kurz vor der Reise, gab es dann aber nochmal etwas, was Brian wirklich sehr aus der Bahn warf. Denn im März 2006 starb seine Mutter an einer schweren Krankheit. Sie starb an Knochenmarkskrebs. Damit konnte Brian anscheinend sehr gut umgehen. So hatte jedenfalls das Umfeld den Eindruck. Allerdings geht jeder Mensch ja anders mit Trauer um. Und es ist schon erstaunlich gewesen, wie Brian das anscheinend weggesteckt hat, denn er hatte wirklich eine sehr enge und gute Beziehung zu seiner Mutter Renee. Am Freitag, den 31. März 2006, also noch im gleichen Monat, wie zu der Zeit, als seine Mutter gestorben ist, war dann auch schließlich der letzte Unitag vor den Frühlingsferien. Alle Prüfungen waren geschrieben und an diesem Abend plante Brian mit seinem Bruder Derek und mit dessen Frau feiern zu gehen. Allerdings wurde er kurz bevor sie losfahren wollten, dann doch noch versetzt, weil die beiden anscheinend doch keine Zeit hatten. Und so verabredete er sich mit einem anderen Freund namens William, auch Clint genannt, mit dem er dann schließlich auch feiern gehen wollte. Zuvor traf er sich dann allerdings noch mit seinem Vater zum Abendessen, wahrscheinlich auch so, um zusammen noch so ein bisschen, ja, den letzten Unitag zu feiern. Und das war ja auch so der letzte Freitag, bevor die Reise nach Miami mit seiner Freundin losgehen wollte. Und der Vater sagte im Nachhinein, dass Brian an diesem Tag sehr erschöpft wirkte, was für ihn wohl nicht so ungewöhnlich war. Er war nachts mal fleißig am Lernen, also der Schlaf kam jetzt auch nicht immer gerade
zu lang, sage ich mal so. Er war wahrscheinlich auch einfach kaputt von der Klausurenphase. Und natürlich war in ihm auch noch immer die Trauer um seine Mutter, die natürlich trotz allem, auch wenn alle sagen, er ist gut damit umgegangen, irgendwo doch Spuren an ihm hinterließen. Der Vater wollte wohl nicht, dass er an diesem Abend dann noch feiern geht, aber er sagte das nicht zu seinem Sohn, weil er sich auch dachte, ja, lasse ich ihm mal die Freude. Aber so richtig glücklich war nicht darüber, dass Brian an diesem Abend noch mehr unternehmen wollte, und der Vater dachte sich dann wahrscheinlich auch, er sollte einfach lieber ins Bett gehen und schlafen und sich ein bisschen erholen. Um 21 Uhr traf sich Brian dann noch eben mit diesem besagten Freund namens William, und sie gingen dann auch in ein Fischrestaurant, was gleichzeitig auch so ein bisschen eine Bar war, und diese Bar hieß Ugly Tuna Saluna, also hässlicher Thunfisch, und sie lag in der High Street. Gegen 22 Uhr bekam Brian dann auch einen Anruf von seiner Freundin Alexis, die gerade ihre Familie besuchte in Toledo, und zum Schluss dieses Telefonates sagte er zu seiner Freundin, dass er sie liebt. Brian und William zogen dann später auch noch durch andere Bars, überall haben sie wohl so einen kleinen Shot getrunken, und am Ende waren sie schon ganz gut angetrunken, als sie dann schließlich im sogenannten Arena-Viertel ankam, wo sie dann auch noch eine Freundin von William trafen namens Meredith. Die fuhren dann alle zusammen wieder zum Ugly Tuna Saluna. Anscheinend hat Meredith die beiden dann auch gefahren, weil die ja eben schon etwas angetrunken war und sie hatte anscheinend noch gar nichts oder sehr, sehr wenig getrunken, weshalb sie eben noch fahren konnte. Bald schon trennte sich Brian von den beiden, also es war halt so Partystimmung. Die drei saßen da und irgendwann entschied Brian einfach so, dass er eben mal so rumguckt. Die Bar war wohl auch relativ voll und ja, er wollte sich einfach auch mal mit anderen Leuten unterhalten, vielleicht auch noch andere Leute kennenlernen, und so trennte sich eben die Gruppe. Später hatten William und Meredith dann auch versucht, ihn zu erreichen. Sie hatten ihn angerufen, sind ein bisschen durch die Bar gegangen und haben ihn gesucht. Aber es war dort, wie gesagt, auch relativ voll und sie haben ihn nicht gefunden. Und es war jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie mega panisch nach ihm gesucht haben, weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass Brian auch irgendwo seinen Spaß hatte. Um 2 Uhr schloss die Bar dann auch und William und seine eine Freundin warteten dann auch vor dem Eingang auf Brian, weil sie dachten, wenn jetzt alle raus müssen, dann wird Brian ja jetzt auch aus der Bar kommen. Und wenn wir hier vor der Tür warten, können wir ihn ja abfangen und uns dann eben noch verabschieden. Aber Brian kam und kam nicht. Die Bar wurde immer leerer und schließlich wurde sie auch geschlossen. Und dann dachten sich die beiden, okay, wahrscheinlich ist Brian eben schon alleine nach Hause gegangen. Normalerweise hätte er wohl auch Bescheid gesagt, aber er war ja auch schon ein bisschen angetrunken. Und die haben jetzt auch nicht fest vereinbart, dass alle wirklich wieder zusammen dann auch nach Hause fahren. Deswegen haben sie sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich Sorgen gemacht und sind dann schließlich auch jeweils nach Hause gefahren. Am folgenden Wochenende versuchte der Vater von Brian auch immer wieder ihn zu erreichen und auch seine Freundin Alexis, die scheinbar in dieser Zeit noch immer bei der Familie war. Ich habe es nicht genau gelesen, aber ich denke mal, sie wollte dann von ihrer Familie direkt zum Flughafen, weil am Montag sollte ja schon deren Flug nach Miami gehen. Auch sie konnte Brian nicht erreichen, was schon ein bisschen beunruhigend war, aber anscheinend auch nicht so ungewöhnlich, denn sonst wären sie zu diesem Zeitpunkt, denke ich mal, auch schon zur Polizei gegangen. Am Montag, den 3. April 2006, verpasste Brian dann tatsächlich den Flug nach Miami mit seiner Freundin. Seine Freundin war schon am Flughafen, er kam und kam nicht. Und das war auch definitiv der Zeitpunkt, wo sich alle dachten, okay, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen zur Polizei, und so meldeten sie Brian schließlich noch an diesem Tag als vermisst. Die Ermittlungen der Polizei starteten dann auch im Ugly Tuna Saluna, also in diesem Fischrestaurant, wo William und Brian ja am Freitag ihren Partyabend begonnen hatten. In dieser Gegend gab es anscheinend auch relativ viel Kriminalität.
weshalb diese Bar auch viele Videoüberwachungskameras hatte, dessen Material man natürlich auch als erstes auswertete. Das Videomaterial zeigte ihn etwa um 1.15 Uhr. Man sah dort Brian, William und Meredith, wie sie zusammen die Rolltreppe hochkamen zum Haupteingang. Das war eben der Zeitpunkt, wo die drei anscheinend in die Bar gegangen sind. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich relativ spät, denn das war ja schon eine Dreiviertelstunde, bevor die Bar geschlossen hatte. Um 1.55 Uhr sah man dann nochmal eine Aufnahme, wie Brian vor der Bar mit zwei jungen Frauen stand, sich dann schließlich von ihnen verabschiedet hat und dann anscheinend wieder zurück in die Bar hineingegangen ist. Aber es gibt tatsächlich keine Aufnahme, wo man sieht, wie er wieder aus der Bar rausgegangen ist. Alle Gäste, die reingekommen sind, hat man anscheinend auch gesehen, wie die wieder rausgegangen sind. Also das hat man sich alles auf der Videokamera angeguckt. Aber es gibt keine Aufnahme, wie Brian wieder rausgegangen ist. Und das finde ich schon irgendwie sehr, sehr skurril. Es wird spekuliert, ob er sich vielleicht irgendwie anders angezogen hat, einen Hut auf hatte und einen anderen Mantel oder so angezogen hat. Was ich allerdings nicht ganz verstanden habe, man kann das ja dann tatsächlich eigentlich auch zählen, wie viele Leute die Rolltreppe hochkommen, reingehen. Und natürlich muss man dann sich auch noch vorheriges Material angucken oder herausfinden, wie viele an diesem Tag gearbeitet haben. Aber dann könnte man das ja eigentlich tatsächlich durchzählen, ob die Summe, die da reingegangen ist, mit der Summe übereinstimmt, die am Abend um 2 Uhr auch wieder rausgegangen ist. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen verstehe ich das nicht ganz, warum man noch spekuliert, ob er sich was anderes angezogen hat. Denn dann müsste die Summe ja eigentlich aufgehen. Dann müsste das ja quasi null sein am Ende. Also die Differenz zwischen den Personen, die reingegangen sind, und die, die wieder rausgegangen sind. Auch das Videomaterial der umliegenden Bars wurde ausgewertet, ob er vielleicht dort noch irgendwie aufgetaucht ist. Aber keine Kamera zeigte ihn oder zumindest konnte man ihn nicht identifizieren. Aber es scheint wohl ausgeschlossen zu sein, dass er an diesem Abend noch nach dem Tuna Saluna so spät in eine andere Bar hineingegangen ist. Es gab außer dem Haupteingang bzw. Hauptausgang beim Tuna Saluna anscheinend noch so eine Hintertür für so Serviceleute, um eben Sachen rein und raus zu befördern. Aber zu diesem Zeitpunkt war wohl vor dieser Tür eine Baustelle und anscheinend war es wohl quasi unmöglich, da rauszukommen, ohne jetzt in irgendwie so eine Baugrube oder so zu fallen. Und man denkt sich eben auch, warum sollte er dort rausgehen? Es war ja natürlich auch ein verriegelter Ausgang, wo man nicht einfach so als Gast hinkam. Und Brian war wahrscheinlich auch schon etwas angetrunken. Und es wäre wohl eigentlich unmöglich gewesen, dass er sich so heimlich zu diesem Eingang schleicht. Und es hätte eigentlich auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Also das schließt man eigentlich aus. Aber die Frage bleibt natürlich trotzdem immer noch, wie ist dann Brian aus diesem Club oder aus dieser Bar hinausgekommen. Eine weitere Theorie ist natürlich, ob er ein neues Leben anfangen wollte. Ich habe euch ja am Anfang von diesem Musiker erzählt, nachdem er wohl auch so ein bisschen strebte, also nach diesem Leben, dieses Leben auf einer tropischen Insel, Flucht aus dem Alltag. Und es kann natürlich tatsächlich sein, dass ihm irgendwie alles zu viel geworden ist. Dann kam ja tatsächlich auch noch der Tod seiner Mutter hinzu, der ständige Leistungsdruck im Studium. Anscheinend hat es ihm wohl nichts ausgemacht, aber es ist ja immer schwer, irgendwie Aussagen über das Gefühlsinnenleben von anderen Menschen zu machen, weil die eben auch nicht immer alles zeigen und man einfach nicht immer alles wissen kann. Auch sein Apartment wurde untersucht. Man fand immer noch sein Auto vor dem Wohnblock. Also sein Auto hatte er definitiv nicht mitgenommen. Und auch in der Wohnung gab es keine Auffälligkeiten. Es fehlte nichts oder sonst was. Und sie war wirklich so verlassen worden, wie eben an diesem Abend. Und er hatte nichts im Nachhinein mitgenommen oder sonst irgendwas. Die Umgebung wurde dann auch mit Spürhunden abgesucht, aber es konnte keine Spur gefunden werden. Randy, William und Meredith wurden dann auch einem Lügendetektortest unterzogen. Oder eher gesagt, sollten alle drei einem Lügendetektortest unterzogen werden. Allerdings weigerte sich William, diesen Test zu machen. Randy und Meredith bestanden diesen Test, also man kann natürlich
natürlich nie zu 100% sagen, dass diese Tests wirklich immer korrekt sind. Da gab es ja auch schon wirklich spektakuläre Fälle, wo es einfach falsch war. Also wo der Lügendetektor-Test angezeigt hat, eine Person lügt und sie hat gar nicht gelogen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das war anscheinend auch der Grund, warum William diesen Test nicht machen wollte. Er verweigerte es einfach. Vielleicht hatte er Angst, dass dort irgendwie rauskommt, dass er lügt oder so und er dann verdächtigt wird. Er war ja eigentlich auch die einzige Person, die so den Abend mit ihm verbracht hat, oder auf jeden Fall die letzte Person, die ihn wirklich gesehen hat, zusammen mit Meredith. Aber natürlich bleibt es trotzdem für die Polizei ein Rätsel, warum er sich so strikt dagegen weigerte, wenn er doch so fest auch behauptet, dass er unschuldig ist und nichts damit zu tun hat. Die Frauen, mit denen Brian an diesem Abend noch vor der Tür gefilmt worden war, also diese zwei jungen Frauen, konnten später auch identifiziert werden, aber anscheinend sollten sie keinen Lügendetektor-Test machen und man geht anscheinend davon aus, dass diese Frauen definitiv nichts mit seinem Verschwinden in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Alexis, also die Freundin von Brian, rief tatsächlich jeden Abend nach seinem Verschwinden noch bei Brian an. Das war für sie einfach so ein Ritual, obwohl jedes Mal immer die Voicemail anging, also der Anrufbeantworter sozusagen. Und es war für sie anscheinend trotzdem irgendwie schön, seine Stimme auf diesem Anrufbeantworter jedes Mal zu hören. Irgendwie ist es schon wirklich traurig, finde ich. Nur ein einziges Mal soll sie anscheinend angerufen haben. Und es kam tatsächlich dreimal das Freizeichen, also als ob irgendwo das Handy auch wirklich am Klingeln ist. Aber die Polizei sagt wohl, oder andere Experten, dass es sich dabei wohl einfach um einen technischen Defekt handelte, warum dann tatsächlich auch dreimal das Freizeichen kam. Eine weitere Theorie besagt, dass Brian vielleicht Opfer des sogenannten Smiley-Mordes geworden ist. Das war eine Mordserie, die wohl auch in den USA an verschiedenen Orten stattgefunden hat. Jedes Mal war es so, dass ein Mann nach dem Feierngehen aus einem Club verschwunden war und die Leiche dann später im Fluss aufgefunden worden war. Und bei jedem dieser Morde war in der Nähe des Fundortes der Leiche ein Smiley mit Graffiti irgendwo hingemacht. Im September 2008, also etwas über 2 Jahre nach dem Verschwinden von Brian, kam dann leider sein Vater Randy Schaefer auf eine sehr tragische Art und Weise ums Leben. Er ging bei einem Sturm auf seinem Hof raus und wurde dann von einem Ast erschlagen. Und am nächsten Tag fanden die Nachbarn dann seinen leblosen Körper und riefen auch sofort die Polizei an. Zu seinem Tod gab es dann ein Online-Kondolenzbuch, wo man so ja einen Spruch reinschreiben konnte und seine Unterschrift sozusagen computermäßig dalassen konnte. Und die Ermittler fanden dort in diesem Kondolenzbuch wohl anscheinend auch eine Unterschrift von Brian. Dort stand nämlich "To Dad, Love, Brian", also für meinen Vater, in Liebe, Brian. Aber man fand dann auch heraus, dass dieser Eintrag von einem öffentlichen Computer war und man geht bis heute davon aus, dass es sich dabei um einen Scherzeintrag handelte und dass es nicht der echte Brian war. Aber zu 100% ist das auch nicht bestätigt, dass er es nicht war. Das Traurige ist wirklich, dass der Vater, selbst wenn wir es irgendwann mal erfahren, was mit Brian passiert ist, dass er es niemals erleben wird, außer er kann es irgendwie vom Himmel aus sehen. Aber ich finde das doch sehr, sehr traurig. Wir können nur hoffen, dass Brian irgendwo noch am Leben ist und dass es ihm irgendwie gut geht, wo auch immer er jetzt ist. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Denkt ihr, dass Brian noch am Leben ist? Denkt ihr wirklich, er könnte versucht haben, ein neues Leben anzufangen? Es gibt tatsächlich auch Theorien, die sagen, dass sein Körper vielleicht immer noch in dieser Bar im Ugly Tuna Saluna irgendwo versteckt ist. Aber den Grund, warum er getötet wurde oder was auch immer ihm zugestoßen ist, wissen wir leider bis heute nicht. Schreibt mal eure Ideen und Theorien in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Mystery wieder. Bis dahin.